Ja, sie schnuppert schon, Clara. Wir haben ein Paket gekriegt von Meinert, beziehungsweise Meinert macht Hunde glücklich. Und zwar mit Hundefutter. Einmal haben wir hier Nassfutter und sie will es schon direkt haben. Heißt Harmonie, das Futter. Und das fanden wir halt richtig geil, die Zutaten. Lupinen einmal. Also es sind halt Hülsenfrüchte, die basisch wirken auf den Körper. Quinoa genauso. Es hat kein Getreide drin jetzt in dem Harmonie. Spinat, Leinöl. Das sind so die Grundzutaten. Ja, man kann sich das auch. Ich guck gerade nochmal, ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Erbsen-Proteinpulver ist noch drin. Linsen, Sonnenblumenöl, Mineralstoffe, Algen, Sesam, Leinöl. Also sind auch keine sonstigen Zusätze drin. Und dann haben wir noch bekommen Bananenchips. Andersrum. Als Leckerli einfach. Relativ neutrale Packung. Das ist das Herzenssache. Das sind die. Wie sie springt. Ach Clara. so, du nimmst gerade. Ja. Das sind die ja auch Leckerlis. Die bestehen aus Süßkartoffel, Speisehefeflocken, Banane, Karotte, Rapsöl und Rosmarin finden wir auch richtig geile Zutaten. Und ja, sie ist auf unseren Podcast gestoßen und bei Instagram hatten wir uns gegenseitig abonniert und hat mal nachgefragt, wo der nächste Podcast bleibt sozusagen. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann haben wir erst erfahren, dass sie wirklich Hundeleckerlis machen. Wir fanden die Zutaten richtig geil und wir suchen halt immer nach richtig geilen Produkten auch. Und wir haben unseren Hund das halt noch nicht gegeben. Wir wollen jetzt einen Live-Test machen und guck mal, Clara, wie sie da schon bereit steht. Also es kann gar nicht anders sein, dass sie es mögen wird. Ich werfe jetzt mal hier die Sugi, komm. Na komm her. Packung auf. Na komm her, Sugi. Und es riecht schon mal sehr Komm her. geil. Komm. Es riecht fast wie. Warte. Also es hat relativ wenig Geruch, aber meine Nase ist auch meistens zu. Aber es riecht halt nicht so nach Hundefutter, es riecht nach richtig guter Qualität und wie so Kekse, die man auch selbst essen würde. Also das probiere ich mal kurz. Na, ist richtig geil. Okay, Clara. Und da ist es weg. Oh, Subi auch kurz. Ja. Subi. Sorry. Komm her. Kommst du? Komm. Na komm. Komm. Ich glaube, es schmeckt ihm sehr gut. Und jetzt mache ich mal die Dose, das Nassfutter auf. Nee, ich kann das ja. Ja. Nicole wollte unbedingt, dass ich die Dose vor der Kamera aufmache. Bin gespannt. Aber das sieht gut aus von der Farbe. Ich mache das mal ganz ab hier. Oh, das riecht Oh, auch lecker. geil. Es riecht. Ich nehme dir mal den Deckel ab, vielleicht. Oh, es riecht richtig geil. Es riecht aber gleichzeitig trotzdem irgendwie wie Hundefutter. Aber es riecht auch wieder richtig hochwertig. Ich muss sagen, Oh, lecker. ich muss sagen, ich mochte als Kind immer den Geruch von Hunde- und von Katzenfutter. Nur geschmeckt hat es nicht so gut. Aber jetzt kann ich endlich Hundefutter essen ohne ein schlechtes Gewissen. Nein, Clara doch zuerst. Ne, ich mache das jetzt. Ja, okay, Clara, komm. Oh, wow, der war weg. Jetzt muss ich aber auch. Aber mich filmt sie nicht dabei. Sugi, komm her. Sugi. Bin ich auch wieder sehr Komm geil. hierher. Da kommt Sugi. Sugi. Ja. Testbesch. Oh. Oh. Machen wir noch ein bisschen mehr, das klebt so ein bisschen am Löffel fest. Oh, das ist dann weg. Oh. Aber so ist klar. Ja, ich würde Ja, sagen, ich würde fest sagen, bestanden. Test bestanden. Ja. Ja, können wir auf jeden Fall empfehlen. Ja, wie gesagt, Meinert, ich habe eine eigene Webseite. Relativ jung, also relativ neu das Unternehmen. Extrem sympathisch, finden wir. Und was wir auf jeden Fall unterstützen können und wollen. Ja. Ja, tschüss. Ciao.